So, da sind wir beim nächsten Muster, nachdem das letzte Mal irgendwann mal vor ein paar Wochen, fast schon einen Monat her, Collector Booster so nett zu uns waren. Vom Monorail 2 machen wir noch eins auf. Ja, aber die gehen ganz komisch auf. Die gehen richtig komisch auf. Wir haben ein Biest hinten drauf. Das war beim letzten Mal ziemlich gut. Und wir haben eine Dark Mouse Bridge. Als erstes. Unzerstörbar, tappen für ein grünes oder schwarzes, kommt getappt ins Spiel. Und dann haben wir Vermingorger. 202-2. Vampir. Tappen, Opfer, eine andere Kreatur, der Gegner verliert zwei Leben. Jeder Gegner verliert zwei Leben. Und wir kriegen zwei Leben. Okay. Flatterhound, ein Mana 1-2 für drei Mana tappen. Investigaten wir, also kriegen wir einen Clou. Sehr cool. Lensflare, 5 Mana, Affinitätsartefakt. Wir fügen 5 Schaden einer angreifenden, blockenden Kreatur zu. Kann ich mal bad mit Affinity. Blazing Rootwaller. 1 Mana 1-1, kriegt plus 2 bis 0 für ein rotes mit Madness 0. Oh, ich erinnere mich an dieses Madness Deck. Oh, das war cool. Das war richtig cool. Flyer Sense, 3 Mana Sorcery. Wir exilen eine Kreatur der Planeswalker. Wir kriegen Lebenspunkte in Höhe der Marken auf ihm. What? Alter, wie stark die Karten einfach sind. Oh, eine Insel. Richtig hübsche Insel sogar. Nice. Nice, nice, nice. Und wir haben, Marshflats in Full Art. Tappen, ein Leben bezahlen, opfern. Wir suchen Select nach einer Sumpf- oder einer Ebenenkarte und mischen dann auch unser Deck. Bringen die ins Spiel. Sehr, sehr cool. Sogenannte Fetchländer. Blossing, Calm, ein Mana, Instant, eine Kreatur. Ne, ihr kriegt Hexproof und zwei Leben mit Rebound. Sehr cool. Verdant Command. Zwei Mana Instant, eine Kreatur. Was? Ein Spieler kriegt 2-1-1 getappte Squirrels. Ihr countert eine Loyalty-Ability von einem Planeswalker. Ihr exiliert eine Karte aus einem Friedhof oder ihr kriegt drei Leben. Hä? Hä? Jade Avenger, 2-2-2 mit Bushido 2. Ein Frog-Samurai, okay. Shatterstorm in normalem Rainbow-Foil tatsächlich. Ja, Rainbow-Foil. 2-Sorcery, wir kriegen einen 1-1 Squirrel mit Storm. Bone Shards. Wow, ist das düster. Das ist voll. Angeblich. Ein schwarzes Mana als zusätzliche Kosten. Können wir eine Kreatur opfern oder eine Karte abwerfen. Wir zerstören einen Planeswalker oder eine Kreatur. Und Plague Engineer in... Alter, den kannst du doch auch gar nicht lesen. 3 Mana 2-2, Death Touch und... wenn der Spielwerker uns suchen, wir einen Kreaturentyp aus. Und Kreatur mit dem Kreaturtyp kriegen minus 1, minus 1. Und wir haben ein, wow, Alter, ein Grist the Hungertide in Foil, 3-3-3, Alter, was geht denn auf dem Artwork ab? Ja, das ist auf jeden Fall ein Planeswalker, der als Insekt, als 1-1 Insekt im Deck zählt und auch sonst wo überall, nur nicht auf dem Feld. Und ja, plus 1, wir kreieren einen Insekt und millen eine Karte und ja, wenn ein Insekt gemillt wurde, dann kriegt der noch einen Loyalty-Counter. Das ist ganz cool. Minus 2, wir opfern eine Kreatur und zerstören eine Kreatur der Planeswalker. Minus 5, jeder Gegner verliert Lebenspunkte in Höhe der Kreaturen in seinem Friedhof. Wow, geil. Das war auch ein geiles Pack. Ich mag die Collector-Booster von Horizon Spice. Tut mir einfach leid. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexed. Ciao, ciao.